Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal und unschwer zu erkennen an meiner Seite mein YouTube-Kollege aus dem Bereich der Porträt-Profi-Liga, sage ich jetzt einfach mal, Dennis Stebner. Hi Dennis. Ja, hi. Ne? Schön, dass wir es mal geschafft haben, so uns gegenseitig zu treffen, so auf halber Strecke. Ja. Du aus Ecke Flensburg, ich Osnabrück und Hamburg liegt natürlich die schönste Stadt der Welt genau in der Mitte. Ja. Und heute geht es darum, das konntet ihr der Überschrift sicherlich entnehmen, Tamron 35 bis 150 mm jetzt auch für Nikon und natürlich, du wirst es jetzt heute auch testen, obwohl du ja eher der Festbrennweitenfetischist bist, oder? Gute Zooms haben auch was. Ich hatte auch mal 70-200 damals noch bei Canon, das war auch gut. Gut, hier ist ein Brennweitenbereich von 35 mm bis 150 mm und dieses Objektiv kam jetzt letztes Wochenende auch bei mir in den Einsatz, denn wie ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, hat jemand bei mir eine Hochzeitsreportage gewonnen und da kam eigentlich ausschließlich bis auf diese Filmerei mit der Kamera dieses Objektiv in den Einsatz. Und natürlich darf ich da viele Bilder auch von zeigen, aber es geht darum, dass wir beide heute Bilder machen, denn ich kenne ja deine Bilder auf Instagram und auf YouTube, was du alles so zeigst und das geht schon wirklich in die professionelle Richtung, so Modelgeschichten und so weiter. Mal sehen, wie du das heute umsetzen kannst, denn wir haben uns ja kein Model bestellt. Nee, haben wir nicht. Nein. Aber ich fotografiere nicht nur Modelle, sondern habe auch mal eine Hochzeit fotografiert und auch normale Auftragsshootings, das sind auch keine Modelle. Mhm. Also man muss natürlich ja mit beim klarkommen, aber tja, ich hoffe, ich werde nicht komplett versagen heute. Nein. Und ich glaube trotzdem, dass ich von dir lernen werde, denn ich glaube, du bist auch ein Mensch, der gut das Available Light, das Licht sehen kann. Wie sieht das aus mit den Hintergründen? Das vergessen auch immer viele Leute, die sagen, oh, da ist schönes Licht, aber vergessen, dass der Hintergrund tausendmal heller ist. Ja, und den säuft man dann doch ab. Ja. Vielleicht gerade, du arbeitest ja auch viel mit Amateurmodels oder auch mit Profimodels zusammen. Die wissen ja schon, wie die sich hinzustellen haben. Jetzt ist natürlich unsere Aufgabe, jemanden einfach anzusprechen, weil wir glauben, dieser Mensch ist interessant fotogen und diesen Menschen dann zu zeigen oder zu sagen, Mensch, stell dich doch mal so passend hin. Ja. Zwischendurch werde ich auch mal ein bisschen über das Objektiv selber reden, denn es ist eigentlich ein reiner Praxistest und da soll es in meiner Richtung auch immer wieder hingehen, dass ich euch das Ganze ein bisschen praxisnah beibringen möchte. Ja. Ich glaube, jeder Fotograf hat da ein bisschen mehr von, als wenn man denen nur die Datenblätter abliest. Ja? Finde ich auch, weil unterm Strich gute Bilder sind das Entscheidendste. Mhm. Und ob das jetzt nochmal ein paar Gramm weniger wiegt, ein paar Gramm mehr, spielt eigentlich keine große Rolle, wenn du es immer dabei hast. Gerade wenn du nur ein Objektiv dabei hast, hast du ja schon die anderen Linsen schon mal gespart. Richtig. Also von daher. Auch wenn es natürlich groß und schwer ist. 1,5 Kilo wollte ich gerade sagen. 1200 Gramm ist schon eine Wuchtbrumme, würde ich mal so sagen. Ja, bei so einer etwas zierlicheren Kamera ist das schon ungewohnt. Ich glaube, meine Nikon Z6 ist ein bisschen zierlicher als deine A7 R4, hast du, ne? Ja, habe ich ja. Ich weiß es nicht. Aber ich kann dir jetzt schon flüstern, die Auflösung deiner Sony-Kamera wird auch dieses Objektiv auf jeden Fall bedienen können. Ne? Das glaube ich auch. Gut. Neu ist es auf jeden Fall jetzt für das Set-Format. Hier haben wir ein ganz, ganz kleineres Auflagemaß, was viel kürzer ist. Ich will nicht sagen, dass Tamron das jetzt nochmal wieder komplett neu konzipiert hat, aber die mussten schon ein bisschen an der einen oder anderen Schraube drehen, dass es denn hier auch natürlich kompatibel mit Nikon ist. Und jetzt würde ich sagen, haben wir genug gequatscht, erstmal am Anfang, mit Musik unter zeigen wir euch jetzt, wie wir die Leute ansprechen und werden euch nebenbei schon mal die ersten Fotos mit dieser Kamera, mit der Nikon und vielleicht, wenn du mir deine Bilder auch geben magst, mit der Kamera zeigen. Kriegen wir hin. Das war's. Auf geht's. Jo, viel Spaß. Fotografieren könnte. Viele Leute würden jetzt die Unterführung nehmen, wie sie da ist. Und das ist häufig eine sehr gute Geschichte, weil das Licht dann von vorne kommt und nicht von oben. Was ich persönlich nicht immer so gerne mag, ist, wenn es dann hinten wiederum deutlich heller ist. Das heißt, wenn man schlau ist, macht man vorher ein Testbild, ob man das im Hintergrund gut ausbalanciert kriegt. Mhm. Dynamikumfang, oder? Genau, Dynamikumfang oder auch Helligkeitsverteilung. Ja. Oder man positioniert sich einfach so hin, und das Model auch, dass man so fotografiert, dass der Hintergrund dunkler wird und dass man das Helle gar nicht mehr drauf hat. Mhm. Das ist auch noch eine Geschichte. Ja gut, hier gibt es ja viele Möglichkeiten. Hier gibt's viele Möglichkeiten, Bögen, Tore und so weiter. Sehr schön, ja. Auch spiegelnde Flächen sind auch immer ganz schön. Aber ich denke allgemein, das ist immer schön. Sonne kommt von da. Ja. Das heißt, man kann natürlich
so fotografieren, dass man mit dem Licht fotografiert. Dann werde ich aber darauf achten, dass der Hintergrund deutlich, deutlich dunkler wird. Die Königsdisziplin ist jetzt anscheinend erstmal zu wissen, wen fotografiert man, wie spricht man sie an. Mhm. Ich denke mal, wenn man die Leute eh so weit hat, dass sie sagen, geht los, dann könnte man auch sagen, komm, stell dich mal dahin. Und du siehst so toll, stell dich mal dahin. Ja, ganz genau. Das heißt, man kann es ein bisschen überspielen, wenn man doch mal ein bisschen daneben gelegen hat. Gut. Ja, aber wir sind hier flexibel, glaube ich, an diesem Ort. Auf wir bleiben Fall. Jetzt erstmal hier stehen und warten mal, wer hier so rumläuft. Das ist jetzt Montag, also Anfang der Woche, ungefähr zur Mittagszeit. Da ist nicht so viel los. Am Wochenende ist hier immer richtig Rambazamba, aber dann dauert es halt ein bisschen. Aber wir werden schon die passende Person finden. Ist aber auch schöner, als wenn ein dauerhaftes Gedränge da wäre, oder? Das stimmt, auf jeden Fall. Ne? So, wir suchen mal weiter. Genau. You put your heart on a letter to chase it away. She got sun and it's all because of you. Hey, what's gonna give you more time forever? No, what they say, only time will tell. You know what they say. Jetzt haben wir die ersten Erfahrungen gesammelt. Wir waren hier in Hamburg oder sind immer noch in Hamburg. Rechts von uns hier oben ist die Elfi. Da hast du auch einmal einen schönen Erfolg gehabt. Ja. Schönes Pärchen angesprochen. Schöne Fotos gemacht, weil ihr wisst, die Elfi ist einfach toll mit den Spiegelungen und Hintergründe. Die Leute sind gut drauf, sind entspannt. Ja, jetzt kommen wir noch mal zum Objektiv. Deine Meinung nach, du bist ja der eigentliche Festbrennweitenfotograf. Und du hast schon gesagt, ich glaube, dir ist es zu groß, wie würdest du das sagen, zu umständlich, weil du das... Also ich würde sagen, das Objektiv ist perfekt, wenn man nur ein Objektiv haben möchte. Ich habe aber leider schon Objektive. Ja. Also von daher, oder Gott sei Dank, je nachdem. Ja. Ne, also von daher, ich brauche es nicht. Und dann muss ich sagen, ich habe trotzdem mit dem Objektiv eigentlich eher im oberen Bereich gearbeitet. Das heißt 85 mm bis 135, 150. Mhm. Und das heißt, ich habe eigentlich den ganzen Krempel oder die ganzen Brennweiten nach unten habe ich eigentlich verschenkt. Ja. Also ja. Wir haben uns ja vorhin schon mal drüber unterhalten, 35 mm ist deine Lieblingsbrennweite. Genau, ja. Und meine ist es eher nicht. Mhm, gut. Und deswegen ist das Objektiv
brillant, würde ich mal sagen. Auch die Schärfe habe ich geguckt, ist extrem gut. Ja, aber. Aber für mich, ich bin der falsche Fotograf dafür. Ja, vielleicht hat jeder so seinen eigenen Nutzungsbereich. Ja. Und bei mir fällt es eben komplett in meinen Nutzungsbereich rein. Ja. Ne? Wobei ich sagen muss, ich habe es jetzt ein paar Mal auch getestet, natürlich auch schon vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren an der Sony-Kamera. Die absolute Stärke, aber das ist ja oftmals so bei Zoom-Objektiven, ist nicht im unteren Bereich. 35 mm ins Zentrum, Offenblende 2 kannst du gebrauchen. Am Rand wird es ein bisschen unschärfer, ein bisschen abblenden bringt was. Und wie gesagt, hier geht es los. Ab 70 mm würde ich mal so sagen, hat dieses Objektiv seinen Sweet Spot. Und das ist ja auch bei vielen Porträtfotografen so. Ich merke ja auch, ich habe dich beobachtet, den Abstand, den du davon hattest. Ja. Natürlich hast du gerne hier das ganze Ding, das Rohr gerne ausgefahren, wegen der schönen Freistellung, die man damit hat. Ne? Aber irgendwann hat man mal nicht so viel Platz und dann pendelt sich das wahrscheinlich so um die 85 mm, 90 oder 105 mm ein. Aber man hat eben den Spielraum. Und gerade, wenn man unterwegs ist, vielleicht auch so wie du, wenn man mal so schöne Hotspots gefunden hat, dann hat man seinen Standpunkt. Ja. Und dann kannst du auch nicht dem Model sagen, flieg mal eben übers Wasser oder mach irgendwas. Nee, natürlich nicht. Da kommt man an einem Zoom-Objektiv ja eigentlich nicht dran vorbei. Oder man ist ständig dabei, die Objektive zu wechseln. Richtig, das nervt mich, ja. Du hattest auch noch gefragt hier mit den ganzen Knöpfen, was bedeutet das? In der eigenen App von Tamron, denn hier könnt ihr das Ganze, hier ist ein kleiner Anschluss da vorne, ne? Könnt ihr das dann einstellen und für euch noch konfigurieren. Das Ganze hat zum Beispiel eine AB-Funktion. Das hatte der liebe Martin Krolop und ich glaube auch mein geschätzter Kollege, der Matthias Proske von ValueTech TV auch schon beschrieben. Da könnt ihr zwei Fokuspunkte wechseln und jedes Mal mit Knopfdruck wechselt das auf den Fokus. Fokuspunkt. Ja. Kann interessant sein, stelle ich mir zum Beispiel vor bei so Konzerten oder irgendwelchen Veranstaltungen, wo du nur zwei Schärfepunkte hast. Ja. Ja? Also, denn auch zum Film ist das Ding wirklich gut, vorausgesetzt man hat ein starkes Stativ, denn das hat schon ein Eigengewicht, aber eine Stativstelle hat das Ding nicht. Also da wäre mir das vom Gewicht her mit 1,5 Kilo doch schon ein bisschen dramatisch. Ja. Da muss man doch schon einen richtigen Verschluss dann haben. Ne? Aber ich glaube, dafür ist es auch nicht gedacht. Und nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nee. Ich habe beim 70-200 Canon damals ja auch eine Stativstelle gehabt und die hat eigentlich eher so ein bisschen genervt, fand ich immer. Echt? Ja, fand ich. Mhm. Ja. Aber ich habe damit aus der Hand fotografiert und für mich war es ja gut, dann, wenn du nur aus der Hand fotografierst, dann kannst du sie ja abmachen. Ne? Genau. Aber ansonsten vom Stativ aus und gerade die Wildlife-Fotografen mit längeren Brennweiten würden auf eine Stativstelle am Objektiv auf jeden Fall nicht verzichten wollen. Aber da würde ich auch eher sagen, das ist wahrscheinlich ein 400er besser. Mhm. Aber was mir noch aufgefallen ist bei deiner Aussage, 35 mm, sagst du, in der Mitte ist gut, am Rand wäre es unschärfer. Ja. Da hast du 100%, wahrscheinlich 100%ig recht, weil du hast es ja getestet, denke ich mal. Aber jetzt, wir machen ja einen Praxistest. Ja. Wo setzt du einen Menschen bei 35 mm hin? Doch nicht an den Rand in der Regel. Niemals. Niemals, weil das verstreckt sich sowieso. Genau. Proportionen werden ja viel, viel unschöner. Das heißt, wenn man Menschen fotografiert, macht man es mit 35 ja eigentlich sowieso nicht am Rand. Nein. Und ich sag mal, damit sogar, eigentlich sogar schön, weil der unschärf ist. Richtig. Denn ich sag mal, ich würde es jetzt nicht benutzen, durch Hamburg zu schleichen und sagen, ich betreibe die Architekturfotografie. Da wäre das auf jeden Fall nicht das geeignete Objektiv, für mich persönlich. Weil da schleppe ich zu viel mit. Ja. Dann wären es wahrscheinlich eher 16 bis 30 mm oder sowas in dem Bereich, um da irgendwas zu fotografieren. Obwohl, ne? Das gerade Architektur. Wir waren ja in Hamburg. Also Michael, könnt ihr, also falls auch mal eine Reise bucht, nimmt den ruhig mit. Also ich habe Punkte gesehen, die kann ich noch niemals. Ja. Ja, aber damit kannst du garantiert auch coole Details fotografieren. Ja, natürlich. Also, aber sowas von. So auch hier im Hafengebiet, dass man nur eine Kranspitze nimmt oder. Ne? Genau. Was hast du so grob gesehen durch deinen Sucher? Bouquet von der Weichheit her. Hättest du das so empfunden auch? Gut, das ist ja keine Offenblende 1,8, das sind zwei, beziehungsweise du hast dich wahrscheinlich 2,5 oder 2,8 bewegt. Bei mir war immer 2,8. Also hast du ziemlich weit ausgefahren. Ja. Also, ich würde sagen, das ist relativ vergleichbar mit dem 70-200. Mhm. Ja, aber mit dem Vorteil, dass man noch unten weiter runterkommt, falls man es braucht. Ja. Ja, also ist es echt eigentlich eine verdammt geschickte Linse, wenn man ehrlich ist. Mhm. Finde ich schon echt gut. Aber objektiv, Bokeh ist richtig toll. Ja. Gerade wenn man schön da rangeht, schön viel Zoom hat, kriegt man schon eine sehr, 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 sehr schöne Unschärfe im Hintergrund rein.
Was dir auch aufgefallen ist, war der Moment, als zwei Personen, dann Pärchen, er stand ja nur, ich hätte Millimeter nennen können, etwas hinter ihr. Ja. Und schon ist er in der Unschärfe verschwommen. Wahnsinn. Und ich weiß gar nicht, in welchem Blendenbereich warst du? Blende 4 habe ich gekriegt. Ach, das war schon Blende 4? War schon Blende 4, ja. Also da hättest du dann besser auf Blende... Blende 5, 6, genau. Irgendwie 6, 3, irgendwie so das, nehmen sollen. Genau, und bei der Brennweite hast du ja so einen Abstand zum Motiv, Wahnsinn, dass du gar nicht erkennen kannst, sind die Augen, stehen die jetzt auf einer Höhe oder nicht? Also das war tatsächlich... Ne? Gut. Ja, habe mich so ein bisschen auch verschätzt, wenn ich ehrlich bin. Und also da habe ich beim 135 mm kenne ich zwar auch, aber gefühlt ist es bei dem Objektiv noch ein bisschen ausgeprägter. Ja. Oder wenn ich meine Hochzeiten mache, achte ich vielleicht ein bisschen mehr drauf, weil ich dir auch beim Vorgespräch schon immer briefe. Ich sage immer Hände auf einer oder Augen auf einer Linie. Mhm. Ja, das ist natürlich vielleicht ein bisschen einfacher. Und wie gesagt, ich habe jetzt ja meine Nikon, ich bin ja eingestiegen jetzt auch mit Nikon. Ja, das Einsteigermodell, die Z. Erstes Modell, nicht Z2, einfach nur die Z6. Und da muss ich sagen, für eine Hochzeit reicht mir die Kombination für mich vollkommen aus. Aber jetzt mal ernsthaft, du fotografierst doch auch schon seit ein paar Jahren. Ja. Wenn ich überlege, welche meine Lieblingsfotos sind, ich habe eins in dieser Ecke gemacht, einer meiner Lieblingsfotos, mit einer 7R Mark II, 2018 oder 2019. Ich werde in dem Foto immer noch nichts ändern. Mhm. Also von daher, ich würde mal sagen, wir sind doch mittlerweile eigentlich auch schon so ein Bereich, dass wenn man schlechte Fotos macht, die Ausrede schlechte Kamera zieht nicht mehr. Nein, das zieht überhaupt nicht mehr. Ich glaube, es gibt keinen Hersteller, der schlechte Kameras baut. Ich glaube nicht. Also es ist immer so eine Gewohnheitssache. Ja. Und Objektive eigentlich auch nicht mehr. Ne? Man kann irgendwie allem was abgewinnen. Aber dem hier finde ich ganz besonders. Es ist und bleibt mein Schmuckstück, mein so ein kleines, wie heißt es so schön, wäre vielleicht übertrieben, für viele Hochzeitsfotografen, die offen sind für alles, die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Sage ich jetzt einfach mal. Ne? Aber man muss auch darüber reden können, sagen, pass auf, ich weiß gar nicht, was die Linse inzwischen kostet. Ich blende das mal ein. Das ist nicht gerade wenig, aber man muss den Leistungsumfang sehen. Kauf dir mal ein 35 mm Objektiv, ein 85 mm und vielleicht ein 135. Ja. Zähl das ganze Gewicht zusammen und zähl den ganzen Preis zusammen. Ja. Und dann hast du hier alles aus einer Hand. Auch wenn das andere vielleicht ein bisschen lichtstärker ist. Ne? Ja, aber die Sensoren werden ja auch mal besser. Richtig. Ja, also die ISO, wenn man die verzeihen das verzeiht eigentlich immer mehr. Also wie gesagt, das ist die Wirtschaftslinse überhaupt, würde ich mal behaupten. Ja. Also gut. Gibt gefühlt nichts Besseres für das Geld. Genau. Wir werden jetzt mal ein bisschen losziehen. Ja. Gehen wir noch mal Richtung Landungsbrücken. Ne? Ja, aber erst trinken wir das leckere Getränk aus. Genau, Reeperbahn, zeigen euch dann noch ein paar Fotos und das soll es auch gewesen sein. Praxisreview vom 35-150, in diesem Falle für Nikon Z-Mount und ein paar Bilder auch von dir von und mit der Sony 7 R4. Genau. Boah, tolle Kamera. Gut, viel Spaß mit den Bildern noch. Ciao. Ciao. When I see